Ja, hallo meine lieben Freundinnen und liebe Freunde analoge Unterhaltung. Weiter Hi. geht's hier im Wochentakt mit unserem. Ah, ich muss erstmal ein bisschen gucken. Nee, mach mal. Mit der schönen Liste Mit hier. der schönen Liste. Eure. Eure Liste. 100 Friends Award 2024. Und ja, ich finde, die Liste hat schon gut angefangen und wir haben ja tatsächlich auch euch gefragt. Damit schon mal, wie seht ihr das mit dieser, ne, begrenzten Teilnehmerschaft? So, tatsächlich, überwiegende Mehrheit, und zwar nicht nur der Stimmberechtigten, hat gesagt, ist ein Mehrwert. Und tatsächlich sehe ich das ja auch so. Wenn Also, das das quasi ist, begrenzt ist, ja, also auf genau. den. Wir müssen natürlich gucken, dass quasi immer noch genug Leute abstimmen. Ich hoffe, die Motivation bleibt da auch hoch. Ich hoffe, die Liste trägt dazu bei, weil sie wirklich eine schöne Liste ist. Und ja, wir waren ja bei Platz 75 jetzt. 75, also 76 war das letzte. Salt and Sword Sorcery. and Ah, wurde ich Sorcery. da. Wobei natürlich dann gleich, ne, gleich kam wieder das nächste Das Messer in den stimmt. Rücken. Ja, wer Das war hier was? Lachrania. Lachrania Oder oder irgendwie wie so, das habe ich das? schon Ja. wieder. Das weiß ich nicht. Weiß nicht, wo Stimmt. das Ja, Lachrania. nee, aber. Lachrania ist jedenfalls Ja, falsch. Sag nicht genau. Lachrania. Ja, wird anders ausgesprochen. Das sind natürlich die höheren Weihen. Außer Naja. halt mit dem südlichen Akzent aus der Gegend. Man Egal. kann nicht gleich immer alles. Das stimmt, das stimmt. Aber diesmal haben wir nicht so eine lange Vorrede und so viel, ne, was alles rausgeflogen ist und so weiter. Wir gehen gleich los mit Platz 75. Und das ist ein sehr schönes Spiel. Und das hatte ich vor kurzem sogar in die Kamera gehalten. Ach, weil? Weil viel zu. Also, wir haben immer die englischen Dings, ja, aber das ist natürlich aller Erde vom guten Uwe. Wirklich ja, ein All-Time-Favorite. Definitiv. Kein neues Spiel mehr. Und ich hatte es reingehalten als wirklich ganz besonderes Beispiel für ein Eurogame mit sehr ernst genommenem, sehr konkreten, sehr spezifischen historischen Thema. Natürlich auch toll beschrieben und so weiter und so fort. Eben nicht nur einfach, ne, Landwirtschaft in Norddeutschland irgendwo in irgendeiner groben Zeitspanne, sondern nein, alle und nichts anderes. Ja, ich meine, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen richtig in Erinnerung habe, ist das dann auch schon 10 Jahre alt, Das das ist schon ganz Spiel. schön alt, ja. Das ist natürlich auch, ja, also schön, dass es sich da so gehalten hat. Es ist immer noch das Wie vielleicht war, da gab es Beste. Ja, es gab die drei Spieler-Variante. diese Tee, ja, war das irgendwie drei Spieler, Genau, hat was drei mit Ostfriesentee zu Spieler-Variante, tun? hoffentlich. Ich, Ja, nicht, dass ich ja. jetzt falsche Ja, Sachen doch, sage. sind drei Aber Spieler-Variante. genau. Und, aber es ist immer noch eines der besten, das ist Grundspiel der besten Hardcore-Euro-Zweier, die es halt so gibt, die nur wirklich zwei Personen im Auge haben. Deshalb eine schöne Sache. Das war schon Platz 75. Ein schönes Platz 75. Und jetzt kommen schon die nächsten Ist hier. der, wissen wir, ist das, war der vorher in der Liste? Ist der Ach so, eingestiegen? das kann man hier sehen. Ja, ne, war nicht in der Liste. Ei, was ist da passiert? Also du meinst, also viel zum, also Ader Erde war nicht in der Liste. So, ich muss Also meine Maus erstmal finden. Ja. im letzten Jahr. Auch nicht, doch ganz knapp in der Liste nicht. 102 war es letztes Jahr. Dieses Jahr aber, der Südtigris greift an mit voller Breitseite. Wir hatten ja schon die Scholars, Die ja, die Gelehrten, ja. Gelehrten. Jetzt haben wir noch die Wayfarers. Ja. Es ist eine tolle Reihe, Sam Phillips. Ja, was soll man sagen? Such dir einen anderen deutschen Verlag. Jetzt hör Nein. Da Nein, gibt es nein, wieder Leute, die sagen, kauf's dir einfach. Ja, das ist. Könnte man tun, Könnte aber man machen, wir ja. haben auch so viele Sachen Wir haben hier. zu viele Sachen, Ja, leider, ja. Zu viele deswegen. Sachen. Und es würde ein schlechtes Beispiel setzen. Aber das Spiel selber ist es sicherlich 100.000%ig wert. Und ich weiß, ich werde es definitiv, wenn ich die Gelegenheit habe, auch spielen. So. Das nächste muss man ja mal festhalten, ist Kennerspiel des Jahres geworden. Living Forest. Ja. Also immerhin gut, dass es jetzt noch in der Liste ist. Immerhin gut, dass es Platz jetzt noch in 73. der Liste ist. Es ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Platz 37 war es letztes Mal, wo es dann relativ frisch Kennerspiel war. Ja. Ich glaube, es wird nächstes Jahr nicht mehr drin sein. Es ist ein gutes Spiel. Es ist gefühlt aber wirklich eher ein Familienspiel. Plus, ja. Ja, es sind Deckbilder. Da darf ich nichts Schlimmes, Schlechtes darüber sagen im Moment. Aber ich fand, es war eben jetzt nichts, wo du eins sagst, so. So, das war einfach nur so ganz nett. Schön Ja, also gemacht. hat mich jetzt emotional nicht so richtig berührt, deswegen ist da gar nicht so viel hängen geblieben, aber trotzdem fein, also. Ja, das Spiel ist natürlich auf jeden Fall gut. Und es ist Genau. natürlich auch irgendwie klar, dass trotzdem diese Kennerspielsachen. Es wird halt viel gespielt, ja, und dann findet sich es auf jeden Fall auf Listen wieder. Gefreut hat es mich
Für Platz 72 eine Neuheit, Evacuation, der neue Suchi. Ja, und zwar deswegen, weil das Spiel ist gut. Ja, ich habe es ja auch gut besprochen, habe auch viel Spaß beim Spielen. Es ist halt nicht so der Überflieger. Ja. Wie jetzt? Aber ja. Das ist doch drauf. Riesiges Raumschiff, nicht so der Überflieger. Es ist nicht der Überflieger. Mhm. Also ich würde sagen, es ist eben nicht ganz, es hält nicht ganz die Latte so, die vielleicht Messina gesetzt hat und sowas. Es ist ein bisschen spezieller mit diesem Umzugsmechanismus, sehr schön thematisch auf jeden Fall gemacht. Ja, das mit diesem Racing, dass man dann, ne, das Sudden Death plötzlich, Spiel vorbei, gefällt nicht jedem, mir auch nicht 100%, aber das Spiel an sich ist trotzdem schön. Mhm. Ja, und ich freue mich natürlich, Suchi kennt da nichts, der zieht einfach seine Themen durch und das hat er hier auch gemacht und von daher ist es ganz cool. Ja, und was ist denn das? Hat sich reingemogelt oder was? Oder wie oder was? Meinst du Platz 71? Ja, nein, hat sich nicht reingemogelt. Das ist sehr großartig. Schönes, kleines Spiel. Ja, spicy. Also ja. Wenn man in guter, lustiger Runde ist, dann kann man da eigentlich nichts falsch machen, oder? Einfach, man kann nichts falsch machen. Einfach. Es ist halt auch nicht mehr ganz neu. Ja? Es ist nicht mehr ganz neu, aber ich bin auch ein mega spicy Fan, ja, weiß jeder. Aber da habt ihr wahrscheinlich ja auch, gibt's da nicht auch diese Katzen-Edition ja. Oder Sachen, gibt's da neu, die ist da mit reingezählt? Oder habt ihr das jetzt hier getrennt? Auch, ne? Es gibt quasi, ja, es gibt jetzt spicy, haben sie halt auch nochmal neu designt, ein bisschen zugänglicher. Ich finde, sie haben es ein bisschen, also ganz ehrlich, das Original gefällt mir tausendmal besser, weil es einfach so schön abgefahren, besonders ist mit diesen rotzenden Katzen, weil sie zu, also es ist halt einfach drüber, ja, es ist wirklich drüber. Ja, wie das ist, wenn da halt die und, scharfe Schote. Ja, ja, genau, es ist wirklich drüber und ich kann auch verstehen, dass sie vielleicht dann gesagt haben, das ist vielleicht für die Zielgruppe, für manche Zielgruppen zu drüber und dann machen wir lieber nochmal eine Version, wo das ein bisschen abgemildert ist. Und wo die Leute das nicht in die Hand nehmen im Supermarkt und denken, was ist das? So, ja, da habe ich Angst. Ja, so. Das wäre schade, weil das Spiel natürlich echt toll ist. Genau, Platz 70, ja, das wäre natürlich eine Überraschung gewesen, wenn es nicht in die Top 100 geschafft hätte. Erde, ja, eine der vielen sehr, sehr guten, gehobenen Kenner. Tja, bald wird es ja soweit sein, mit Kennerspiel des Jahres voraussagen, ob Erde da auch eine Rolle spielen kann, ist eine gute Frage. Ja, ich finde, also ich habe auch die Handvoll Partien und ich habe mir das dann noch besorgt, wie das immer so ein bisschen klassisch, ne, Frau, Naturthemen, ja, Sachen und so. Ja. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann wahrscheinlich auch verstehen, dass Leute sagen, wenn man da ein bisschen mehr Zeit mit verbringt, ob es denn doch nicht so ein bisschen zu eintönig wird oder vielleicht gewisse Strategien doch zu stark sind. Aber ich finde, es ist halt auch so ein Spiel, wo du hast halt sehr viele dieser Set-Tableau-Bilder. Ja? Genau. Und die Frage ist halt, hat es so großen Mehrwert, also abgesehen vielleicht wirklich vom Thema und von den Illustrationen, die wirklich toll sind. Ich finde es auch toll. Bin ich aber gespannt, ob sich das dauerhaft halten wird. Ne? Ist natürlich jetzt auch ein Neueinsteiger hier bei uns in der Liste, klar. Ja, aber es wäre auch, hätte mich auch gewundert, wenn es nicht in die Top 100 geschafft hätte. So, nächste, wo sind wir geblieben? Bei 69. Und nochmal ein kleines Spiel. Ja, obwohl, aber das ist natürlich, da sage ich auch, jawohl. Na? That's Not a Hat vom Kaspar Lapp. Ist wirklich super. Wurde ja auch so ein bisschen von der Jury so, naja, hätte man auch nominieren können. Wir hatten ja auf der, nicht, es war nicht auf der Spiel, sondern damals schon in Nürnberg, ne? Da haben wir ja die Nachfolgerversion gesehen. Da gibt es ja da noch Karten, die so diagonal tauschen und sowas. Da habe ich mich so ein bisschen nur gefragt, hätte eigentlich auch schon in dieser Box irgendwie so drin sein können. Ja, vielleicht war das so ein Second Thought. Vielleicht. Ja. Gerade wenn man zu acht oder theoretisch könnten es sogar mehr sein, aber das Problem ist dann immer wirklich, dass man manchmal so in so einer Ecke des Spieltisches rechts, und links, hin und her. Wir wollen auch noch. Und das ist natürlich dieses Diagonal über den Tisch. Vielleicht ist es wirklich dann doch nochmal so richtig bewusst geworden. Also ja, dieses Spiel, das macht irgendwie Spaß. Jeder fühlt sich irgendwie immer mal ein bisschen blöde. Dann wird man angequatscht von der Seite und denkt, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was die Kalabar mit mir zu reden. Nee, also sehr emotionsvoll kann man ohne Probleme mit wenig bis nicht Spielern spielen. Und dann ja, Platz 68, da bin ich so ein bisschen hin und her. Ja, ich auch. Ich bin da auch sehr hin und her. Ja. Also, ja, genau. Erstmal muss man mal festhalten, ich habe besitzt das Spiel, ich habe auch kein Video dazu gemacht, deswegen habe es aber gespielt. Ja.
Meine erste Partie war nicht ganz überzeugend. Man kann festhalten, das Material ist fantastisch. Ja. Das Thema ist sehr cool dargestellt. Hm. Tolle Illustration, wirklich super hübsch. Richtig cooler Stil. Du hast irgendwie alles. Bei uns hat es irgendwie gefühlt, aber mechanisch gerade hinten raus nicht mehr so gepasst. Hm. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wir haben ja quasi die Preview gemacht, auch von der Erweiterung, da hat es auch nochmal gespielt. Und das ist so ein ganz komisches Ding. Irgendwie nach dem Spiel denkt man immer, so irgendwas ist nicht so richtig, aber man kann es irgendwie nicht so richtig fassen und dann ist man trotzdem irgendwie fasziniert, begeistert, aber auch manchmal ein bisschen angewidert von dem Spiel. Also gerade bei uns waren es diese Raids, die nicht funktioniert haben, die das irgendwie quasi broke, also man hatte wirklich das Gefühl, am Ende hat die Polizei gewonnen, so, und kein Spieler. Ja, und das sind, glaube ich, so Momente, die passen manchmal total mechanisch irgendwie schön rein, was ja so sein kann. Na, bestimmte Sachen sind, kann man ja auch da reinmischen und kommen irgendwie ungünstig und mit der Erweiterung gibt es ja dann auch noch so andere Elemente. Aber ja, irgendwie, Pete und ich, wir konnten das auch nicht so richtig auflösen. Es hat dafür gesorgt, dass wir uns wirklich immer mal wieder darüber unterhalten und ausgetauscht haben. Also das erzeugt das Spiel schon. Also es erzeugt schon etwas in einen. Gefühlt will man es denn doch ein bisschen mehr mögen, als wenn man dann direkt so im Spiel ist. Dann gibt es immer wieder Momente, die sich nicht ganz so gut anfühlen. Ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass man wirklich einfach nur mehr Spielpraxis braucht. Ja. Um sozusagen in diesen Flow reinzukommen und nicht in diese Gridlocks so. Die Frage ist, ob man das jetzt hinkriegt. Ne? Ich sag mal jetzt, gesellschaftlich betrachtet in unserer Zeit, wo auch Zeit natürlich immer wirklich so ein kostbares Gut ist, das müsst ihr für euch natürlich entscheiden, ist so ein sehr lang anhaltendes Spiel, wo man sich vielleicht wirklich krass reinfuchsen muss und immer mal wieder so Dinge hat, die einem nicht gefallen, ist es vielleicht trotzdem gut, weil es ist vielleicht auch mal schön, wenn man mal was macht, was einem nicht gefällt und nicht immer nur so. Also ja, Scarface ist wirklich ein, so ein Thema für sich. Thema für sich. Ja. Ja. Stichwort Lebenszeit ist natürlich gut für 67, ja, ein All-Time-Favorite, klar, freut mich. Ich glaube, ich bin nicht ganz unschuldig, dass das immer noch in diesen Listen auftaucht, weil ich immer in unseren Supporterwochen gefühlt jedes Mal seit Jahren dieses Spiel spiele und neuen Leuten erkläre und zeige und natürlich die auch immer ganz begeistert sind. Ich auch, ne? Mir macht das auch Spaß. Es ist dann immer ein ganzer Tag, der dafür sozusagen so ist aber jetzt geopfert wird, aber Fall. Es ist wirklich auch schön. Ja? Es ist immer, genau, es ist immer ein Erlebnis, im besten Fall. Du hast ja auch schon mal mitgespielt dabei. Im besten Fall, genau. Macht man das mit Leuten, wo man auch Bock hat, dass man gefühlt einen Tag irgendwie mit am Tisch ist. Hinten raus ist man natürlich dann immer ein bisschen fertig, bleibt da entspannt, atmet durch die Hose, nimmt da nichts persönlich. Klar, es kann natürlich den einen oder anderen Konflikt da erzeugen, wenn man denkt, oh, warum gehen denn alle jetzt auf mich? Und ja, aber das ist aber genau, durch aber diese Erweiterung. Das musste es also, nur. Ich kann nur sagen, je öfter ich die Erweiterung spiele, ich spiele nur noch mit Erweiterung, ja, das desto besser finde ich das, desto abgefahrenere Spielsituationen erleben wir. Und ja, am Ende verliere ich dann trotzdem wieder, weil ich nicht die Punkte habe. Aber es ist zwar so geil und irgendwie, also ich kann es nur sagen, es ist wirklich durch die Erweiterung nochmal so, das hat eigentlich erst aus meiner Sicht Twilight wirklich legendär, macht es legendär mit der Erweiterung, die natürlich auch mit drin steckt. Weil man dann auch überhaupt erstmal gut ins Spiel reinkommt. Ja, ja, dieses anfängliche Rumgewurstel sonst immer, das war echt das wirklich nervig. Aber ist trotzdem mal gespannt, letztes Jahr war es noch auf 33, ist jetzt sozusagen ein bisschen abgesagt. Mal gucken, ob sich das so einpendelt. Oder, es ist ja, wäre ja auch fein. Je tiefer man in die Liste kommt, desto weniger Stimmen braucht man natürlich auch, um sich da zu halten. Muss man natürlich auch mal klar sagen. Je höher man kommt, desto schwieriger wird es. Ne? So. Eine Station drüber, auf der 66, hat sich Karak 2 noch hier eingenistet. Ja, freut mich. Karak bin ich natürlich immer noch ein großer Fan davon. Karak 2, also ist das jetzt schon auf Deutsch? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich glaube nicht. Nee, ich hatte das hier auch nur die. Ich glaube nicht. Nee, gibt es nicht bei Kosmos. Gespannt, ob es überhaupt bei Kosmos kommt. Man muss sagen, Karak 2. Also was man ihm nicht zum Vorwurf machen kann, wirklich ist, dass es so eine zweite, das ist ja keine Erweiterung, sondern es ist ja eine Fortsetzung sozusagen, dass es so more of the same ist. Ja. Es ist eher so, dass das, was es hier so komplett anders macht, nämlich dass wir jetzt plötzlich nicht mehr im Dungeon sind, dass es fast ein bisschen zu weit weg ist von Karak für mich. Und deshalb hat es uns auch nicht ganz so gut gefallen wie das originale Karak, aber immer noch gut. Und es ist ein tolles Konzept und von daher passt es auch. 65 liegt tatsächlich noch ganz weit oben auf meinem Pile.
Nämlich Michael Menzel. Ja, Michael Menzel, Drachenhüter oder Hüten, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ja, ein anderes Spiel mal vom Michael. Wir müssen so, also es ist schon lustig, weil im Prinzip ist es ja fast so ein bisschen so eine, thematisch ist ja so ein bisschen eine Mischung aus Drachenhüten leicht gemacht, ja, und Eragon, ja. Und er macht's aber einfach so selber so, ne? Braucht die ganzen Franchises nicht. Er macht's einfach selber, ja? Und macht's da einfach, malt es einfach selber und so. Und es ist cool. Ja, das spiele ich ja. Es ist auf meinem Pile noch, aber es ist hübsch auf jeden Fall. Und der Michael, der macht gute Sachen. Also daher muss ich das. Also das ist auch wieder so ein Beispiel. Kommen noch zwei, drei jetzt in dieser diesem Video bis Platz 50, die mich selber wieder so ein bisschen anpieksen. Das musst du jetzt noch machen. Da werde ich, glaube ich, bald noch ein Video zu veröffentlichen. Muss ich aber mit meinen Kindern noch ein bisschen spielen. Mhm. So, 64. Das schnell erste gespielt. Spiel, wo ich bisschen... Punkte City. Ja, Nachfolger von Punktesalat. Genau, ne? Punktesalat. Mhm. Wo ich ein bisschen objective bin, so, oder wo ich ein bisschen was dagegen hätte. Weil, wer meine Rätsel gesehen hat, weiß es. Punktesalat sag ich schon. Punktestadt ist ein tolles Spiel. Mhm. Weil Splendor ein gutes Spiel ist. Und Splendor ist nur ein bisschen besser. Ja? Ich weiß, es ist ein bisschen ketzerisch vielleicht, aber aus meiner Sicht ist das Spiel einfach entbehrlich, weil Splendor es einfach besser macht, dieses Kaufen und dann kleine Engine bauen und dann billiger kaufen. Und das ist Punkte statt im Prinzip auch. Und was daran halt ein bisschen blöd ist, finde ich, ist, dass Punktesalat ein cooles Element hatte, nämlich man muss sich entscheiden, welche Seite man die Karten benutzt. Und das gibt's zwar die sind auch noch doppelseitig, aber das spielt nicht mehr so eine Rolle bei Punkte statt. Stattdessen ist es halt Splendor. Hm. Und ja, da sage ich dann, Punkte Salat lieber spielen oder gleich Splendor. Aber gut. Ja, nächstes Spiel. Kleine Box. Kleine Box. Wieder eine Ratebox. Nee. Black Rose Wars. Ja, weiß ich, gibt es Fans in der Community von diesem Spiel. Von daher nicht zu erwarten, dass es irgendwann auftaucht. Ja, zumal es ja dann auch die ganzen deutschen Sachen jetzt bei Pegasus dann ja, war. Ja, und es gibt es ja von Pegasus sogar nochmal neu in Nürnberg, habe ich gesehen. Jede Menge Stuff, wer sich da reinfuchsen will in dieses Magier-Duell-Spiel. Ich finde es schon echt cool, weil man muss sagen, es ist ein bisschen so ein Tabletop im Brettspielformat. Vielleicht kann man es so gut zusammenfassen. Ja, es ist halt ist ein großes, fettes Duell-Spiel, aber es dauert auch lang. Und ja, ist genau. Auch, ne? Genau. Aber es ist eben nicht, du brauchst halt keinen 5x5 Meter Tisch und irgendwie einen ganzen Tag oder so. Ne, es ist immer noch so ein bisschen vielleicht, auf dem... Ne? Vielleicht mit dem Tag, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel er spielt, aber prinzipiell genau. Ansonsten hast du natürlich recht. Man kann seine Decks da auch zusammenbauen, da auch unterschiedliche Strategien und Sachen fahren, natürlich diese Räume entdecken und Sachen triggern. Also ja, ich habe das, glaube ich, auch zweimal gespielt, aber das hat schon immer Spaß gemacht, aber dann war dann auch klar, da das Spiel will von einem dann auch schon noch ein bisschen das mehr. Um das Potenzial voll zu rauszuholen und so muss man da schon ein bisschen Zeit mit dran. Ich glaube, man braucht sicherlich nicht all diese Erweiterungen, Boxen, die es da gibt, wie das immer so ist. Aber ja, da kann man schön drin aufgehen. Auf jeden Fall. Ja, weil es ja auch halt so eine ganz gute Mischung ist. Man ist ja spielt gegen die Gegner, aber man spielt ja auch gemeinsam gegen die Black Rose und so. Ja, das haben sie schon ganz nett gemacht. Das nächste liegt leider auch noch auf dem Pile of Shame und zwar schon seit einiger Zeit. Aber gespielt hast du es schon? Nee, habe ich auch noch nicht gespielt. Nein, ich okay. Ich habe es immer mitgehabt bei den Wochen. Ja. Aber wie es immer so ist, manche Sachen... Obwohl du es immer dabei hast und immer sagst, ach, das könnte ich ja dieses Mal Woche auch spielen, das könnte ich ja auch immer. Irgendwas fällt immer irgendwas in den Mund, ist immer. Aber es ist noch nicht. Gerade jetzt hier, ne, wollte ich ja sagen, wurde ich wieder angepikst. Du hast es schon gespielt, ja? Nee, ich habe es, aber du bist auch gar nicht so fein. Aber ich dachte schon, dass du es gespielt hast. Also ich habe es da. Angepikst. Ich war da jetzt aber auch gar nicht so heiß. Also von denjenigen, die das, Pete ja auch. Klar, die Whisky-Trinker, ne? Also es funktioniert auf jeden Fall recht gut, thematisch auch. Ne? Schönes Euro da mit den Sachen schön verzahnt. Also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ob das nun das beste Spiel für einen wird, wage ich wahrscheinlich ein bisschen zu bezweifeln, aber es ist auch sehr. So habe ich es auch gehört. Na, es ist wirklich, wer thematisch da so einen Zugang findet, der hat da ein schönes Spiel. Platz 61 sind wir, das hat mir auch gefreut. Pagan. Mhm. Das heißt also noch höher gerankt als aller Erde. Mhm. Wobei es natürlich hier jetzt kein Heavy Euro ist, sondern eben so ein Duellspiel, ne? Hexe gegen
ja, aufgebrachter Mob gegen so Hexenjäger. Deduktionsmäßig, ja, ja, herauszufinden. Wer könnte es sein? Ja, mhm, ein wirklich aufwendiges Zwei-Personen-Spiel, sehr thematisch. Freut mich auch, das ist ja bei Würmgold erschienen auf Deutsch. Von denen man leider gerade nicht mehr so viel hört. Also im besten Fall ist das so gut eingeschlagen, ja, der Crowdfunding und die Sachen, dass das irgendwie gut war. Es ist ja auch schön zu sehen, wenn so, ja, vielleicht kleine Verlage auch nicht unbedingt x Spiele mehr rausbringen müssen. Naja, aber genau, mal gucken, ob, ob der Verlag da noch ja, ja, so ein paar andere Sachen. Die haben ja auch vieles eigene Entwicklung, mhm, noch gehabt. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall schön, mit Pagan sind sie hier noch gut vertreten. Platz 60, natürlich hat seine Fans der, ja, gute Ryan Laukerts Sleeping Gods, ne? Ja, ja, habe ich halt auch nicht gespielt, ich war auch, besitze ich aber auch nicht. Ich war auch sehr begeistert. Ich dachte, ah Mensch, holst du dir mal wieder einen Ryan Laukert, damals als angekündigt, ja, und im Englischen war. Und dann habe ich es habe ich gesagt, okay, ich hole mir nicht, weil es ja auch nicht ganz so gut ist. Und dann habe ich mal Probe angespielt und war dann an sich auch ganz fein, weil ich dachte, ah, es ist vielleicht wie bei den anderen Teilen auch möglich, das eher so als One-Shot zu spielen oder so. Ne? Das ist ja schon hier sehr Story-lastig, auch wieder so dieses Point-and-Click und Exploration, ja, und so. Ja. Und das ist es letztendlich auch. Ne? Man schippert da mit seinem Schiff, mit seiner Crew, entdeckt wieder Sachen, kann da umblättern und so. Alles auch total fein, bloß für mich war dann klar, ich habe es gefühlt bei den anderen Titeln nicht mehr geschafft, diese Kampagnen-Modi zu spielen. Und jetzt hier in ein Spiel, was wirklich nur diese tolle Weltentdeckung hat, so, da habe ich gesagt, okay, da mache ich mal einen Pass. Aber schon das Anspielen und das Tutorial hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Erweiterung gibt es ja auch. Also da kann ich beide Seiten verstehen. Die, die sagen, das ist mir gefühlt zu viel Zeit dafür, da gucke ich mir lieber eine Serie an, lese ein Buch oder was, alles, ja, fein. Ja, ja. Und ansonsten, ja, könnt ihr dann schön die Welt entdecken. Oh, das nächste ist, was, da hat mich die Liste sogar überrascht, dass du deinen Katana nicht geschmiedet hast. Genau, beziehungsweise da, ne, es passiert dann auch immer wieder, dass ich selber sage, oh Mensch, was ist das denn? Voll verpasst oder wie oder was oder wer oder warum? Hm. Na, das, ja, habe ich auch nur gesehen, Shogun gespielt nicht. Shogun no, ne, Katana. Mhm. Und das ist schon ein geiler Pitch, weil es ist ein Eurogame, bei dem wir japanische Schwertschmiede sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, so kleine Würfelchen. Ja, ne, das, ist schon mal geil. Das ist schon, ich mal weiß, geil, ja, das war auch geil, als ich das auch gehört habe, aber ach ja. Also ich habe es nicht gespielt, von daher weiß ich es nicht hundertprozentig. Also das ist halt wirklich eins, das ist sozusagen nicht nur ein Pass bei mir, sondern ich habe es einfach noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, jetzt wo es hier auf Platz, wollen wir sehen, 59 war, ja, denke ich mal, dass ich es mal anfragen werde, mal scheu, ob ich es nicht auch mal haben kann. Platz 58, da bin ich natürlich voll d'accord, weil ich es auch als richtig gutes Spiel empfunden habe, habe ich eine Rezension zugemacht. 58, Barcelona. Und das, obwohl ich wirklich, als ich das Cover zum ersten Mal gesehen habe... Warst du nicht so gehypt? Dachte ich so, was ist das denn so, ja? Ist denn? Das war einfach, ich weiß einfach nicht, das Cover ist eigentlich, wenn man es dann mal, ne, wenn man das Spiel mal so gespielt hat und weiß, was da drin steckt und warum und so, dann finde ich, ist das Cover sogar gut, ja? Mhm. Aber im ersten Moment war es dann einfach nur der nächste Stadtname und so ein bisschen, na, okay, du siehst auch nur die Stadt oder, ne, ist gut, du kannst vielleicht ein bisschen diese Kirche da erkennen, aber ja, der Hype hielt sich da bei mir erstmal so ein bisschen in Grenzen, bis ich dann gespielt habe und wirklich der Meinung bin, es ist wirklich gut. Es ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie, ne, das beste Euro aller Zeiten, aber es ist wirklich gut und es macht halt wirklich was ich ganz wichtig und gut finde jetzt, vielleicht auch nach 10 Jahren, wenn man so viele Spiele gespielt hat oder immer wieder so viele neue Spiele hat, es nimmt sein Thema richtig schön ernst und es wird auch wirklich reflektiert in der Mechanik. Ja, ich kann auch nochmal dieses Beispiel geben, dass eben der geht ja um Stadtplanung Barcelona, aber nicht irgendwie, sondern eben wie dieser Herr Cerda diese wirklich modernen Oktogone damals irgendwie so designt hat, die man ja jetzt auch noch besichtigen kann. Und das Lustige ist, dass eben sozusagen, er hatte so einen Plan, ganz viel Grün und nur auf 3 Seiten so U-förmig bebaut. Jetzt haben sie alles zugebaut und das ist auch in diesem Spiel reflektiert, aber dafür gibt es dann wieder Minuspunkte, weil das war nicht im Sinne des Erfinders. Ja, funktioniert. Also das ist tatsächlich wirklich ganz nett, ne? Und dazu noch viele andere Mechanismen. Also mir hat es wirklich gut gefallen, Städtbau-Legeplättchenspiel mit, ja, eigentlich Aktionsfindungsmechanismus. Wirklich toll. Guckt es euch an. Schönes Ding.
57, da dachte ich erst, what is this? Aber das ist natürlich Emission, das heißt auf Englisch heißt es Daybreak. Der Tag da dachte man an. So, aber Emission, das habe ich ja an euch so ein bisschen abgegeben, aber ihr fandet es ja auch richtig gut. Ja, wir haben, genau, wir haben ja auch Video gemacht, das in ein, zwei Partien auch unterschiedlicher Besetzung irgendwie gespielt, also schönes kooperatives Spiel, ne? Hat natürlich, also das ist jetzt nicht so irgendwie, dass man da jetzt nur pandemiemäßig erinnert, aber es hat, arbeitet auch mit Karten, aber einen schönen Kartenablagemechanismus, wo man dann so Sachen je nach Symbolen einfach ein bisschen mehr triggern kann. Da kann man so schön so ein bisschen auch so seine Engine aufbauen, die aber halt nicht besteht, weil man dann doch immer wieder Karten überdeckt, um Aktionen zu machen, Karten rausnimmt, gemeinschaftlich an natürlich bestimmten Zielen und Projekten irgendwie arbeitet und overall. Das ist halt die Frage, wie sehr macht man es denn? Aber man hat natürlich die Möglichkeit, über diese ganzen Umweltschutzprojekte oder Probleme sich auch weiterführend zu informieren. Ne? Da sind so QR-Codes auf den Karten. Ich persönlich habe da mal raufgeklickt, um das zu testen. Bin da jetzt auch nicht so weit eingestiegen. So, das ist halt immer so ein Thema. Also man sagt immer, das ist voll schön. Die Frage ist nur, wer nutzt das? Aber ansonsten... Ich will mal wieder irgendwer zu lange überlegt. Ja, ja, genau. Ansonsten, genau. Also da dann nicht böse sein mit demjenigen, wer dann da mal das Handy raushört. Ja, ansonsten macht es natürlich trotzdem auf jeden Fall aufmerksam auf so bestimmte Problematik. Ne? Einfach Wälder, wenn weniger Wälder sind, gibt es da Probleme mit dem Ausstoß und. Also ist schöner Matt Leacock mal wieder. Kann man nicht anders sagen. Solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr auf kooperative Sachen und halt ein bisschen ernsteren und nicht so Sci-Fi-Themen steht. Ja, nächster Platz geht an einen Evergreen. Auch wenn er ein bisschen gefallen ist, 20 Plätze von 35, aber Quacksalber hält sich einfach. Ne? Und daran kann man halt schön sehen. Ne? Da habt ihr aber dann die Zwei-Personen-Variante nicht mit. Nee, die ist noch nicht mit drin. Die ist ja ganz neu. Die kam erst gerade bei mir an. Ich denke mal, die wird noch relativ wenig Verbreitung haben. Wäre auch sozusagen sowieso extra Spiel. Aber ja, Quacksalber natürlich bleibt ein Evergreen. Und hier wirklich mal... Ja, einfach ein Kennerspiel, was ich auch immer noch vielfach empfehle für Einsteiger, die ein bisschen mehr wollen, die mit Kindern spielen wollen. Trotzdem soll es nicht irgendwie lahm sein, ein bisschen nachdenken. Viele Erweiterungen schon mit drin, kann man natürlich noch welche dazu kaufen. Ja, einfach toller Wolfgang Warsch. Weiter geht's. Wir hatten ja gesagt, Gloomhaven wird gerecht werden. Ja, genau, es wird gerecht werden. Weil es nicht in die Liste geschafft hat, aber gerecht werden von Frosthaven auf der 55. Ja. Also, ich glaube, mein Problem ist momentan, ich habe wirklich, ungelogen, drei so große Kisten. Oder vier? Du hast quasi keinen Bürostuhl mehr, sondern du sitzt auf Dungeon Crawl, Kampagnen-ähnlichen Spielen. Genau, und die muss ich alle irgendwie noch mich beschäftigen mit denen. Habe ich auch Bock drauf, aber das ist der Grund, warum ich Frosthaven bislang auch noch nicht mal angefragt habe, weil ich einfach weiß, ey, wann komme ich dazu? Weiß auch, dass ich das auch nie die Zeit haben werde, das auch nur annähernd durchzuspielen, so wie es bei Gloomhaven auch der Fall war. Dann ist auch immer die Frage, aber ja, also sollte mir mal langweilig werden und ich habe hier keine Spiele, da werde ich mal nett fragen und dann natürlich würde ich es gern spielen. Ne? Ist klar, aber ihr wisst schon, warum das so ist, wie es ist. Aber ja, das ist eben natürlich neu eingestiegen. Und jetzt kommen wir auf die 54 und das hat mich auch jetzt gepiekst, weil Age of Galaxies ist eine ganz kleine Schachtel. Das ist gar nicht so eine Riesenbox. Nein, das ist so eine wenn kleine man das Schachtel. Foto sieht, weiß und das man, liegt bei mir schon auch schon ganz lang auf diesem Stapel, bei dem ich jetzt nicht sage, oh, heute spielen wir jetzt Age of Galaxies, sondern es liegt immer da und sagt so, ach komm, wenn wir jetzt noch Zeit hätten, dann könnten wir das auch noch spielen und so weiter. Und es ist irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt ist Schluss. Jetzt wird Age of Galaxy definitiv bald gespielt und dann auch vorgestellt. Ich habe das Gefühl, ich sehe dieses Cover zum ersten Mal. Ja, es ist wirklich halt total, nein, es ist wirklich nur, es ist ganz, ganz klein, ne? Cool. Finde ich cool, dass das hier hochgevotet wurde. Ja, aber es hat echt einige Leute interessiert. Hat einfach mal Frosthaven, was irgendwie alle gefühlt, passt in eine Frosthaven-Schachtel. Da, wo du dein Kartendeck... Age of Galaxies rein. Eigentlich, wo du dein Charakterdeck drin hast bei Frosthaven, da passt dieses Spiel rein. Ja, genau. Und einfach mal kurz abgesägt in unserer Liste um einen Platz. Finde ich natürlich sehr gut. Das nächste ist wieder, können wir schnell abhaken, Seven Wonders Duel, eins der besten Zwei-Personen-Spiele
aller Zeiten. Natürlich auch wieder viel mit Erweiterungen bestückt worden. Ja, das ist sogar ja dann jetzt in der Liste auch besser geworden. Ist besser geworden. Es ist wie so ein guter Wein oder ein Whisky, es reift einfach. Ja. Ne? Ich meine, es ist halt nicht, es ist immer so, wenn du wirklich Zwei-Personen-Spiele suchst, es gibt immer noch, also während wir bei den anderen Spielen aber was ja auch fein ist, also einfach ertrinken in Spielen, ja. Bei guten Zwei-Personen-Spielen. Ja, gibt's nicht so viel Auswahl. Ja, ja. Aber ich meine, ja. Du bekommst es immer noch. Wir kennen Reapers auch, weil ich weiß nicht, in x Jahren, vielleicht schneller als gedacht, wird's eine Neuauflage mit neuem Design geben, zusammengefasst mit einer Erweiterung, mit noch einer Promokarte. Also dann kann man es auch sich nochmal einfacher vielleicht wiederholen. Aber ja, es ist immer noch ein super tolles Spiel. Fast sind wir am Ende. Platz 52 geht an eine große Schachtel, die bei mir auch noch da hinten liegt. Mhm. Zum Glück habt ihr sie ja schon aufgemacht. Ja. Deswegen ist sie bei mir so ein bisschen weiter hinten, weil ihr habt ja schon was dazu gemacht, aber interessiert mich natürlich auch. Ja, also wie genau, wir haben es natürlich so ein bisschen begleitet, als es daran kam. Na, viele von den Team Fantasy Flight, sie sind rübergegangen, haben ihr eigenes Studio gegründet und. Ja, also wir waren auf jeden Fall sehr begeistert, gespannt auch so diese Sachen zu entdecken. Und das ist es letztendlich auch. Ihr müsst da, glaube ich, Lust haben, das zu entdecken. Der Versuch, irgendwie dieses Tutorial-mäßig da reinzukommen, der ist irgendwie ganz nett und lobenswert. Für mich ist ja einfach zu lang. Also gefühlt, du stellst dir da so ziemlich lange dein Deck zusammen, hast nicht so richtig Auswahlmöglichkeiten, also so gedachte Auswahlmöglichkeiten. Wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man einfach schnell gesagt hätte, das ist jetzt dein Deck, spiele als dieser Ranger da und du hast diese Karten, weil man weiß am Anfang eh nicht, was losgeht. Ja, und dann kann man da schön Sachen entdecken. Also wer quasi auf Living Card Games einfach steht, und halt dieses so naturverbundene Thema, irgendwelche Maschinerien, die da im Hintergrund sind, sowas wie Horizon und sowas, ne? Das ist das gefühlt von den Welten so ein bisschen auch angelehnt, der kann da immer mal hingucken. Gespannt ist es jetzt natürlich mal, wie dieses Projekt so weitergeht, so Living Card Games und Sachen, die erleben natürlich so einen Zyklus, ne? mit weiteren Erweiterungen. Es ist schon eine Erweiterung geplant und gemacht. Die Frage ist nur, jetzt ist ja da nicht mehr Fantasy Flight Games und andere dahinter, große, starke Konzerne. Das sollte ja sehr hier auch ökologisch produziert werden, standorttreu. Auch das ist so. Die Idee war, glaube ich, größer als gedacht. Sachen wurden hier in Deutschland in Europa produziert, aber eigentlich sollte es im besten Fall weltweit so 2-3 Standpunkte geben, dass die Amerikaner das kriegen, im chinesischen Raum das. Das hat, glaube ich, nicht ganz so geklappt von den Bestellmengen so. Und dann war es natürlich dadurch auch für einige so ein bisschen preislichen Thema, aber da waren auch schon so viele Karten drin, mehr als in einem anderen Grundset, aber viele haben das denn so mit einem normalen Grundset von früher, wie sie es bei Fantasy Flight, vielleicht mit Arkham Horror und sowas, waren verglichen. Also es gab da, glaube ich, einige so Startschwierigkeiten. So. Und ja, mir war es dann wieder so das Thema, so die Zeit dahinter, also das war interessant, so ein paar grindy Stellen, wo ich sagte, okay, das muss ich mir jetzt nicht ganz so geben. Aber das ist legitim. Man kann da schön durch die Landen reisen und tolle Charakter treffen. Und ja, ich hoffe mal trotzdem, dass es damit weitergeht. So. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und dann sind wir ja schon am Ende. Der letzte Platz dieses Videos, Platz 51, geht. Ja, da wird intern hier, glaube ich, getrommelt. Da habt ihr eine kleine Tischdecke mitgebracht. Da wird ein bisschen getrommelt, habe ich das Gefühl, innerhalb der Community. Weil ich weiß, es gibt Hardcore-Fans von Pax Pamir hier bei mir. Ich bin auch ein Fan. Ja, Pax Pamir ist nämlich gestiegen, ist kein Neueinsteiger, ist natürlich ein klassisches Spiel, leider glaube ich immer noch gerade im Moment nicht so richtig zu kriegen, aber bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. 26 Plätze gut gemacht, war 77 letztes Jahr und ich muss sagen, ich hätte auch Pax Pamir so bemühen können, als Beispiel für ein extrem historisches, konkretes Thema. Es ist ja wirklich Kolonialzeit in Afghanistan, das Thema. Und es ist wirklich auch krass da drin verwoben. Also so krass, dass selbst ich der Meinung bin, oh, das ist so speziell irgendwie, dass ich da auch fast schon aussteige. Ja, obwohl ich ja wirklich jemand bin, der sehr gerne so spezielle historische Themen mag. Und das ist da ganz toll gemacht. Ich habe es halt dafür auch zu selten gespielt, weil ich es auch nicht besitze. Ich habe es auch nur so bei den Wochenenden dann mitgespielt und so. Aber ein tolles Ding. Also das Problem ist nur, ich habe schon wieder die Regeln vergessen. Ja, ich wollte sagen, so der Einstieg ist dann doch gar nicht so. Ich wollte das auch auf einen der letzten Community-Wochenenden da irgendwie mal spielen und dann war auch so, ah ja, okay, wir spielen jetzt. Ah, keiner weiß so richtig die Regeln. Und ja, braucht man jemanden, der sich auskennt, leider. Ja, das ist also ein bisschen die Einstiegshürde. Also wenn ihr ich glaube, ich würde jetzt schon wieder reinkommen,
Ich habe es ja schon gespielt und es ist, wenn du es spielst, selber gar nicht so furchtbar komplex, aber du hast schon so ein paar, also es ist ein ungewöhnliches Spiel vor allem, also ungewöhnlich, wie das Thema hier behandelt wird, aber auch die Mechanismen sind nicht, eben nicht so, ah ja, hier habe ich schon gemerkt, ah ja, jetzt weiß ich, ah ja, okay, hier ist ein bisschen abgewandelt von dem, sondern es ist eigenständig, was natürlich geil ist, was cool ist, aber was natürlich die Zugänglichkeit nicht gerade erleichtert, ja? Deswegen ist das so. Aber ja, schön, dass das hier der letzte Platz hier unseres zweiten Teiles ist und damit sind wir schon wieder so am Ende. Und dann kommen ja im nächsten Video, schauen wir mal, was so in den Top 50 was so in den Top 50 los ist. Ne? Zwei Videos machen wir noch zu dieser Liste. Wir lassen das auch so ganz gemütlich angehen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Das heißt, jedes Wochenende gibt es einen neuen Teil. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal nochmal tschüss, danke fürs Zugucken, danke fürs Unterstützen und Voten. Ne? Also ich denke, die Community da draußen, die ist auch dankbar, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, hier eine schöne Liste zusammenzustellen. Und ich weiß auch, es wird wirklich Zeit, dass ich auch mal wieder eigene Top-Listen, eigene All-Time-Listen update und so weiter. Da wird es wirklich Zeit. Ja, ich hoffe, ich kriege, aber es ist, muss man wirklich sagen, so langsam werden wir hier auch so heimisch, der Laden läuft so ein bisschen so, wie er läuft, jo, mein Spiel läuft so ein bisschen, wie es läuft, die BerlinCon läuft, ja, sehr gut, muss man sagen, momentan noch, wir drücken die Däumchen, dass es so bleibt und dann sollte auch nichts dagegen sprechen, dass es wieder mehr Top-Listen gibt, so, ja, in dem Sinne, vielen Dank. Ciao. Tschüss.